Bei der gegenseitigen Fellpflege geht es nicht nur darum, sauber und frei von Parasiten zu sein. Das sogenannte Grooming hat vor allem eine Sozialfunktion. Es bietet nämlich die Möglichkeit, Nähe aufzubauen und andere für die eigenen Zwecke zu manipulieren. Während wir Menschen unsere Beziehungen in erster Linie durch Geplauder pflegen, verbringen manche Primaten ein Fünftel des Tages mit dem Lausen. Dabei springt immer etwas für beide Seiten heraus, sowohl für den Pfleger als auch für den Gepflegten. Mit Grooming kann man sich Gefälligkeiten verdienen. Damit lassen sich Mahlzeiten ergattern, Lobbys aufbauen und sogar Paarungsangebote erwerben. Steht man in der Rangordnung ganz unten, kann man sich die Leiter hochlausen. Es ist eine Möglichkeit, Konflikte zu lösen oder sich bei jemand Wichtigem einzuschmeicheln. Fellpflege ist das Öl, mit dem das Getriebe der Affengesellschaft in Gang gehalten wird. Die sozialen Zärtlichkeiten machen die Atmosphäre geschmeidig.